Ich bin Tabea Oppiger und vor 6 Jahren bin ich mit meiner Familie von der Schweiz nach Israel umgezogen. Und der ganze Grund dafür war ein Sozialunternehmen. Ich stehe hier auf dem Dach von Kite Pride und es ist ein Sozialunternehmen. Wir beschäftigen Menschen, die aus dem Menschenhandel herausgekommen sind, aus der Zwangsprostitution aussteigen wollen und keinen Job finden. Angefangen hat das Ganze mit eigentlich der Sache in der Schweiz. Da ging ich selber ins Rotlichtmilieu. Ich wollte die Situation der Frauen, der Männer, die dort in der Zwangsprostitution sind, einfach näher kennenlernen. Und ich habe gemerkt, viele Frauen und Männer wollen aussteigen. Und sie haben mir mit eigenen Worten gesagt, wir brauchen kein Mitleid, wir brauchen Jobs. Und ich habe gemerkt, es gibt viele Institutionen, die sie rausholen, die ihnen wirklich Unterkunft geben und weitervermittelt in ihre Heimat zurück. Aber sehr oft fehlen ihnen wirklich dann Jobs, um ganzheitlich auszusteigen und wirklich dann eigentlich unabhängig zu sein vom Staat und in eine Selbstständigkeit zurückkehren zu können, müssen sie eine Ausbildung haben und das fehlt ihnen. Ihr Lebenslauf ist leer, sie haben nichts. Die ganzen Traumas, die sie haben, die tragen sie mit sich. Und ich habe wie gemerkt, wenn wir eine geschützte Arbeitsatmosphäre kreieren können, wo wir diese Leute aufnehmen können, dann wäre das, denke ich, die Lösung, um ihnen auch vom Tag 1, wenn sie zur Arbeit gehen, einen Lohn zu geben, wirklich ihren Wert zu geben, ihnen zu sagen, wir glauben an dich, wir wissen, woher du kommst, aber wir möchten dir einfach Life Skills geben, wie gesagt, eben diese ganzheitliche Rehabilitation auf der Arbeit. Und das haben wir hier in dieser Werkstatt Kite Pride. Wir sammeln Kites, alte Yachtsegel, wir haben auch Parachutes, Fallschirme, stehe gerade unter einem und wir machen daraus aus Altem neu. Wir sammeln diese ganzen Stücke und machen Taschen, Accessoires und diese nähen die Frauen und Männer, die wir hier anstellen. Wir machen Designs, sie können wirklich alles, es ist alles Handarbeit, alles vom Grund auf und sie lernen auch regelmäßig zur Arbeit zu kommen. Wie gesagt, sie haben vom ersten Tag an Lohn und es ist eine Atmosphäre der Familie. Das kreieren wir hier bei Kite Pride und wie gesagt, man hat dann eben auch ein Accessoire in der Hand, das ein zweiter Wind ist, eigentlich Second Wind for Kites and People.